Nein, überhaupt nicht, weil ich teste erstens nicht. Ich weiß gar nicht, ob ein Patient Corona hat oder nicht. Es interessiert mich auch nicht, weil ich weiß, dass diese Menschen im Grunde nur grippale Infekte haben. Und 99% der Menschen, die Corona-positiv getestet werden, sowieso gar keine Symptome haben. Weil dieser PCR-Test schon von Anfang an eine große Lüge ist. Also warum soll ich testen? Würden wir nicht testen, hätten wir das ganz normale grippale Erkrankungsbild, was wir jedes Jahr haben, dass nämlich zu einer gewissen Zeit zwischen Dezember und April die Menschen grippal erkranken. Also die Patienten, die erkranken, sind im Grunde sowohl jung als auch alt, aber die es schwerer erwischt, sind halt meistens alte Menschen mit Vorerkrankung. Und da gibt es eben auch wie jedes Jahr immer wieder auch Menschen, die an grippalen Infekten versterben, weil sie eine Lungenentzündung kriegen. Aber das läuft hier alles in einem völlig normalen, überschaubaren Bereich. Jetzt würden ja Befürworter der Maßnahmen sagen, Sie sind ein Corona-Leugner und Sie würden eine gefährliche Krankheit herunterspielen, verharmlosen, weil da ja viele Menschen dran sterben auch, jedenfalls nach den offiziellen Zahlen. Was sagen Sie dazu? Wenn wir die offiziellen Zahlen tatsächlich anschauen, wie die Intensivbettenbelegung ist, wie die Sterbequoten in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt eigentlich sind, sehen wir überhaupt keine Übersterblichkeiten. Die Intensivbettenregister, die wir haben, das DIVI, kann man nachlesen, sehen wir, dass wir über 3000 Betten abgebaut haben. Es sind 20 Kliniken geschlossen worden letztes Jahr und das in der gefährlichsten Pandemie aller Zeiten. Es gibt viele Kliniken, die melden Kurzarbeiten an. Also wir haben es nicht mit einer der gefährlichsten Erkrankungen zu tun. Das ist jedes Jahr das Gleiche. Jedes Jahr gibt es im Winter diese Situationen, dass Menschen mit alte Menschen mit Vorerkrankungen an einer Lungenentzündung beatmet werden müssen und versterben. Jetzt bin ich kein Corona-Leugner per se, weil ich sage ja auch auf meinen Vorträgen auch, Corona hat eine Zeit, die ist von Dezember bis April und nach April ist es vorbei, weil Corona normaler Schnupfenerreger ist, sagte ja sogar Drosten. Ja? Corona ist eigentlich ein Schnupfenerreger, der aber in manchen Fällen auch manche Menschen schwer erwischen kann. Das ist völlig normal. Wenn wir die Grippewelle von 2017 auf 18 anschauen, da haben wir wesentlich mehr Todesfälle gehabt. Was jetzt gemacht wird, ist leider, dass wir von den 2500 bis 2600 Menschen, die in Deutschland tagtäglich sterben, ja, die meisten von denen zu Corona-Todesopfern machen, aber wir haben es mit keiner Übersterblichkeit zu tun. Wenn du jetzt mit dem Motorrad verunglückst und du hattest im Januar vielleicht einen Corona-Infekt und du verunglückst jetzt mit dem Motorrad und du wirst jetzt in die Klinik eingewiesen und man macht einen PCR-Test postmortem, also nach dem Ableben und stellt Corona fest, dann wirst du als Corona-Patient eingewertet, sagt selbst Wieler, ja? Professor Wieler vom RKI. Bei uns wird grundsätzlich jeder, der einen Corona-positiven Test hat, auch als Corona-Toter eingewertet. Und dadurch, dass das Robert-Koch-Institut und auch die Regierung in Auftrag gegeben haben, die Toten nicht zu sezieren, weil wir könnten ja von den Toten lernen, ja, woran sind die wirklich gestorben? Dadurch, dass wir keine Obduktionen machen oder gemacht haben, können wir auch über die wirklichen Gründe, warum jemand verstorben ist und woran er verstorben ist, eigentlich gar nichts sagen. Das war ja auch Sinn und Zweck dahinter. Professor Püschel in Hamburg hat dann mal 100 Leichen seziert und konnte dann feststellen, bei uns ist keiner an Corona, sondern maximal mit Corona gestorben. Ja? Was aber allerdings wahnsinnig zunimmt in der Praxis, das sind die sogenannten Kollateralschäden. Menschen, die sich auffängen, weil sie ihren Job verloren haben. Ja? Menschen, die völlig in die Depressionen gehen, die schwerst krank werden jetzt aufgrund dieser Maßnahmen. Das ist etwas, was ich der Regierung wahnsinnig anklage. Aber hier geht es nicht um Corona. Das ist meine Meinung, ganz persönliche Meinung. Merkel sagt auch, es ist eine politische Entscheidung. Wenn es von Anfang an um ein medizinisches Problem gegangen wäre, dann hätte man von Anfang an auch die Mediziner dazu befragt. Und nicht einen Herrn Drosten, der schon 2009 bei der Schweinegrippe genau das gleiche Szenario aufgezogen hat. Siehe die Profiteure der Angst von Arte, was man, glaube ich, immer noch im YouTube anschauen kann. Jetzt ist es ja so, dass Sie mit Ihren Aussagen oder mit Ihren Aussagen stehen Sie ja im direkten Gegenspruch zum öffentlichen oder zum Narrativ der Politik, der Regierung. Und Sie sind Fachmann, Sie sind Mediziner, Sie haben das studiert, Sie sind Arzt. Wie kommt es, dass Sie sind ja nicht alleine, dass sehr viele Mediziner sich auch zusammentun, auch in Verbänden zusammenschließen, in denen Sie ja auch aktiv sind, aber diese Stimmen anscheinend doch nicht gehört werden in der Regierung? Sagen wir mal so, es gibt Ärzte und Ärzte.
ja, wie es Reporter und Reporter gibt und Anwälte und Anwälte gibt. Das ist völlig normal. Je nachdem, wo ich lerne und weiß ich eben, ein unterschiedliches Liedchen zu singen. Und es gibt ja auch diesen Satz, das Brot, ich esse, das Lied, ich singe. Natürlich, wenn du in einer Klinik arbeitest und wirklich voll auf diesem Film bist, dass es Viren gibt, die uns so krank machen, dass wir daran sterben können und an nichts anderes glaube. Wir werden ja von Studium an, werden wir dort getrimmt, die bösen Viren zu denken, immer. Ja, das passiert in jedem Krimi, den wir anschauen, gibt es ein Virus, ein Impfstoff. Das wird in unseren Kopf so reingehämmert. Ja, aber was hat die Menschen gemacht, bevor wir Impfstoffe entwickelt haben? Hat der liebe Gott tatsächlich einen Fehler gemacht, als er uns perfekte Menschen mit unserem Immunsystem evolutionär einfach dahin gebracht hat, wo wir sind? Nein, er hat keinen Fehler gemacht. Den Fehler dichtet uns die Pharmaindustrie an, weil wir können mit kranken Menschen unendlich viel Geld verdienen, vor allen Dingen, wenn es hier um Viren geht. Aber was haben wir denn? Wir haben eine völlig normale Grippewelle. Die Menschen haben genau die gleichen Symptome, ja, wie sie jedes Jahr haben. Es gibt Geruchsausfälle, das haben wir sogar schon in unseren homöopathischen Repertorien seit 250 Jahren da drin stehen, Geruchsverlust durch Schnupfen. Ja, jetzt macht man das zu einem Corona-spezifischen Symptom. Das ist ein völlig normales Schnupfen im Geschehen. Ja? Also es gibt viele Ärzte, die auch viel Geld damit verdienen. Es ist nämlich etwas anderes, wenn ich eine Motivation habe, Geld damit zu verdienen, zu sagen, ich kann, wenn ich einen PCR-Test mache, kriege ich 18 Euro dafür. Das ist eine Sekunde Arbeit. Die Sekretärin kann da draußen die Personalien erledigen, das Eintüten wegschicken. Habe ich 18 Euro verdient in einer Minute Arbeit. So viel kriege ich nicht einmal in der Praxis, wenn ich jetzt ein 20-minütiges Ultraschall mache. Ja, wenn ich also eine Corona-Testpraxis mache, kann ich richtig Geld verdienen. Das Gleiche ist mit den Krankenhäusern. Stellst du ein Corona-Intensivbett zur Verfügung, die stehen alle leer, aber sie stehen da und sind zur Verfügung, kriegen die von der Regierung richtig Geld dafür, dass sie das zur Verfügung gestellt haben. Wenn wir einen Totenschein ausstellen, auf den Corona draufsteht, dann gibt es dafür eine ganz andere Bezahlung, als wenn ich das nicht tue. Also die Motivation hier, sowas zu tun, ist in vielerlei Köpfen anders. Ich habe viele ärztliche Kollegen und ich kenne also mehr ärztliche Kollegen, die das eigentlich genauso sehen. Aber sie machen das trotzdem mit. Ja, weil sie keinen Bock auf diese Repressalien haben, weil sie nicht Lust haben, dass morgen das Gesundheitsamt daherkommt und ihnen in die Praxis zusperren. Deswegen tragen die Masken. Und weil es dann auch noch lukrativ ist, machen die PCR-Tests. Weil vielleicht ist ja doch was dran. Vielen Dank. Bitte.